Hallo zusammen zu meinem heutigen Video. Ich habe mich entschlossen, wieder Videos auf meinem Dr. Ubuntu 1 Kanal hochzuladen. Ich hoffe, der ein oder andere freut sich drüber. Würde mich über Kommentare auch freuen, wie es euch so gegangen ist. Habt ihr in der Zwischenzeit vielleicht auch irgendeine Linux-Distribution bei euch installiert? Ist es eventuell sogar euer Hauptbetriebssystem? Dann bitte mir melden, das würde mich interessieren. Es wird auch weiterhin den Dr. Ubuntu-Kanal geben. Da gucken wir mal unter www.drubuntu.de. Ich denke, diesen Blog kennt ihr. Der letzte Eintrag war Oktober letzten Jahres. Also ich habe gut über ein halbes Jahr, ja fast ein ganzes Jahr pausiert. Hatte in der Zeit Umzüge und diverse andere Dinge und habe einfach auch mal eine kreative Pause eingesetzt. Heute wird mein Video sich um Linux Ubuntu drehen. Wir gucken mal, was für ein System wir haben. Wir schauen uns mal die Systemüberprüfung. Das war ein Systemüberwachung, verklickt. So, wir sehen hier kurz mal mein System. Ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Rechner. Ihr seht hier die Kerne und wir schauen mal, welches Linux wir hier drauf installiert haben. Ihr werdet vielleicht erstaunt sein, dass ich immer noch die 12er Version habe. 64-Bit mit 16 GB Arbeitsspeicher und betreibe Linux hier auf einer 500 GB herkömmlichen Festplatte. Habe hier einen Intel Core i7, die vierte Generation mit 3,5 GHz, hier mit 8 Kernen, davon sind natürlich 4 virtuell. Und was ist mit diesem Betriebssystem, was ich hier auf? Der ist ganz frisch aufgesetzt. Also ich habe meinen Rechner ganz frisch aufgesetzt und habe kein Ubuntu 14. Das werde ich in der virtuellen Maschine installieren in meinen folgenden Videos. Wir werden heute zusammen einfach mal mein Linux Ubuntu einrichten. So die Programme, die ich auf Anhieb im Ubuntu Software Center installiere. Dazu öffne ich auch mein Ubuntu Software Center. Und wir schauen mal, mit was wir anfangen. So, da ich viel Filme und so gucke und auch Musik höre, nehmen wir als erstes mal den VLC Media Player. Der bietet sich auch gerade hier an. Wir nehmen die zusätzlichen Tools dazu und sagen installieren. Ich gebe hier mein geheimes Passwort ein und dann geht's weiter. Wir schauen. Gparted ist immer ganz gut. Es ist ein Programm zum Positionieren von Festplatten oder USB-Sticks zu formatieren. Benutze ich eigentlich auch immer Gparted. Ich nehme hier meistens alle Erweiterungen mit rein. Denn irgendwann mal braucht man sie eh. Das ist so meine Erfahrung. Da geht ihr hin und installiert vielleicht nur eben die normale Version und dann fällt irgendwie eine Erweiterung oder ein Plugin. Deswegen klicke ich jetzt mal hier alles an und scrolle gleich mal hoch. Ups. Muss wieder rüber. Ja, und sage installieren. Also, hier können wir partitionieren. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus der Windows-Welt, denn Gparted kann man natürlich auch unter Windows benutzen und VLC-Player. Genauso kann man den VLC-Player unter Windows benutzen. Hier 7-Zip. Was ist 7-Zip? 7-Zip ist ein Komprimierungs- und Dekomprimierungswerkzeug. Also ihr kennt ja, dass irgendwas mit Zip oder in RAR kommt. Und das alles könnt ihr entpacken, wenn ihr 7-Zip installiert habt. Oder ihr könnt auch größere Daten, wenn ihr es per E-Mail verschicken wollt oder so, auch mit 7-Zip packen. Also hat wirklich Vorteile. Kriegt auch hier 5 Sterne von 493 Bewertungen oder genau 5 Sterne, dann würde ich das auf jeden Fall auch installieren. Ist ein ganz kleines Tool, hat aber große Auswirkungen. Weiter, was nehmen wir noch? FileZilla. Was ist ein FileZilla? FileZilla, wie ihr sehen könnt, ist eigentlich ein FTP, FTPS und SFTP-Protokoll hoch- und runterladprogramm. Läuft auch unter Windows, also viele haben das wahrscheinlich auch unter Windows.
installiere ich auch. Ich pflege somit meinen Blog oder ich mache Backups damit. Dazu kann ich auch ein Video machen, wenn ich Zeit und Lust habe. Inkscape ist ein Vektorgrafikprogramm. Vektorgrafikprogramm ist genau das Gegenteil wie pixelorientierte Grafik, aber das sind Sachen, die würden hier einfach den Rahmen sprengen. Ich nehme wieder alle Module mit, denn wie gesagt, die Erfahrung ist, irgendwann mal braucht man die Dinger und dann muss man wieder in das Software Center und die nachinstallieren. Das geht natürlich auch, also nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, ah, wenn ich jetzt das jetzt nicht tue, dann habe ich die Möglichkeit später nicht. Nein, ihr habt die Möglichkeit. So, hier oben haben wir auf der linken Seite im Software Center immer die Oberbegriffe. Was haben wir denn bis jetzt installiert? Wenn wir hier draufklicken, den VLC Player haben wir. Dann haben wir 7-Zip, zeigt uns das an? Nein, weil es, oh, da ist auch eine V davor. Normal müsste das zeigen. Nein, macht er nicht, da ist ja ein Tool. Ja, das ist installiert. Gparted ist installiert. Gparted ist installiert. Ja. Und LibreOffice kommt ja direkt mit Linux. Da ist das Calc-Programm, da ist das Write-Programm und hier ist auch die Präsentationssoftware. Könnt ihr vergleichen mit Microsoft Office. Für den Home-Bereich, für Schüler müsste es reichen. Es gibt natürlich mittlerweile immer mehr Institutionen, die sagen, ihr müsst auch privat Office benutzen. Wobei gerade Schulen und ja auch Universitäten LibreOffice oder OpenOffice durchaus unterstützen und kennen. So, wir gucken uns einfach mal durch, was wir noch so benötigen könnten. Gehen wir mal einfach mal zu Erweiterte. Wenn er erweitert einschreibt, kommt das eigentlich schon. Erweiterte, ja, wir machen mal MP3 einfach rein. Suchbegriff fällt mir dazu nicht ein, aber ich sag gleich mehr dazu, dann werde ich auch erklären, was ich da suche. Ja, hier eingeschränkte Extras für Ubuntu. Ja, 354 Leute mit 5 Sterne und zwar ist es so praktisch ein Paket mit MPEG-3s, AVI, MPEG-4, mit vielen Treibern, die einfach diese ganzen Formate hier erkennen und dies installieren wir auch. Eingeschränkte Extras für Ubuntu, ganz, ganz wichtig. Einfach installieren, dann habt ihr immer, könnt ihr alles anhören, ansehen. Und auch wenn ihr jetzt Videobearbeitung macht, könnt ihr auch Videos in MPEG-4 umwandeln. Hier mit diesem Paket habt ihr die ganze Unterstützung. So, dann haben wir das auch installiert. Gucken wir mal weiter, was wir so benötigen. Was machen wir denn noch mit meinem Computer? Also ich arbeite auch gerne mit GIMP. GIMP läuft auch wieder unter Windows. Dürfte den einen oder anderen das sagen? Dann schreiben wir einfach mal hier GIMP mit rein. Und finden natürlich auf Anhieb. Schauen wir an, über 1000 Leute haben GIMP bewertet. Wir sind bei knapp 5 Sterne. Also besser geht's fast nicht. Weitere Informationen. Hier seht ihr ganz viele Pinsel-Extras. Die klicken wir natürlich an. Scanner werden hier noch unterstützt. Ja, dann starten wir den nochmal neu. Das waren zu viele Klicks wahrscheinlich. Gut. Und wir installieren GIMP mit allen kostenlosen Erweiterungen. Und wir sehen hier, wenn wir draufklicken in den Reiter, wie schön das hier alles funktioniert. Entschuldigung. So, das Tolle an dem Ganzen habt ihr vielleicht festgestellt, ich habe nicht einmal Firefox dazu benötigt, irgendetwas runterzuladen. Ich gehe wirklich in den Ubuntu Software Center, installiere mir alle meine Applikationen und keine lange Sucherei. Mir reicht der Name der Applikation und schon
bin ich eigentlich auf der sicheren Seite und die Installation verläuft hier ganz einfach. Ich muss da nur einmal mein Passwort eingeben und danach funktioniert das reibungslos. GIMP ist installiert. Jetzt habe ich wirklich einen Frosch im Hals. So, und jetzt gehen wir wieder zurück und schau mal, was es für Foto alles so gibt in unser Ubuntu Software Center. Und zwar habe ich eine digitale Spiegelreflexkamera, mit der ich auch RAW-Fotografie mache. Und dazu gibt es hier einige Tools, die man sich runterladen kann und installieren kann. Ja, ich benutze jetzt F-Spot Fotoverwaltung, ist so eine Applikation, wo ich hin und wieder mal genutzt habe. Darktable, Anwendung zum Arbeitslos mit Fotos. Wenn ihr jetzt da reinschaut, seht ihr einfach hier die Möglichkeiten. Ähnlich wie ja, teure Software, mit der ihr einfach aufhellen könnt, dunkel machen könnt, Farbräume bearbeiten könnt. Ja, ich nehme das Darktable und installiere es. Natürlich gibt es auch zwischendrin, wie ihr sehen könnt, mittlerweile auch Zeitschriften, wo ihr für Linux kaufen könnt in verschiedenen Sprachen. Ihr braucht dazu ein PayPal-Konto und danach geht's. Was brauche ich noch? Da ich hin und wieder mal irgendetwas dokumentiere, brauche ich ein Programm, wo ich meinen Desktop abfotografieren kann und auch ja, bearbeite. Dazu benutze ich das Programm Shutter. Hatte ich, glaube ich, auch mal ein Video auf meinem Kanal. Wenn ihr einfach mal auf meinem Kanal nach dem Software sucht, dann könnt ihr auf jeden Fall das Video dazu anschauen. Ich nehme wieder alle Plugins. Wenn ich jetzt hochscrolle, dann seht ihr einfach hier auch in einem kleinen Bild, was da alles so möglich ist. Wird auch auf Deutsch erklärt hier. Ja, nicht alles ist in Englisch, manche Sachen sind auf Deutsch. Und wir installieren es. Weiter. Was brauchen wir denn noch? Irgendwas mit Foto vielleicht auch noch. Ne, gehen wir mal hin und sagen, ich möchte Videobearbeitung machen. Dann gibt es die Software OpenShot. Bis vor kurzem war das so, dass es von einer Person hier entwickelt worden ist, weil er einfach unter Linux kein gescheites Videobearbeitungsprogramm gefunden hat. Ist er hingegangen und hat selber was programmiert. Finde ich beachtenswert. Blender installieren wir mal mit. Inkscape haben wir schon. Und wir installieren uns OpenShot. Da hatte ich auch mal ein Video dazu gemacht. Auch ein Video, wie man es sogar aktualisiert, nachdem man es im Ubuntu Software Center sich gedownloadet hat, kann man über den Terminal mit ein paar Befehlen OpenShot wieder auf den aktuellsten Stand bringen. Das Video könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und installieren tut man es ja ganz normal hier über Ubuntu Software Center. Einfach Suchbegriff, OpenShot, Videobearbeitung. Es ist eine Software, die natürlich jetzt mit professioneller Videobearbeitung nicht vergleichbar ist, aber durchaus für den Hobbybereich, privaten Bereich ausreichend sein kann. So, dann gehen wir mal weiter und installieren jetzt das Paket Compiz, weil haben tue ich es noch nicht. Das ist praktisch so eine grafische Erweiterung von Linux unter Linux Ubuntu. Geben wir auch mal ein. Und wir sehen hier den Config Einstellungsverwaltung und tippen einfach auf Installieren, geben das Root-Passwort ein und funktioniert auch. Ist auch demnächst durch oder vielleicht, hallo, ja, ist in Reihe geschaltet, ist so das nächste. Ja, das sind so die Programme, die ich immer als erstes hier installiere. Ich mache ja mit meinem Computer eigentlich all das, was die meisten da draußen auch machen, so alltägliches Zeugs. Und dann gibt es hin und wieder mal natürlich auch hier ein Desktop-Aufnahmeprogramm. Da würde ich euch momentan, ich glaube, die Software heißt Kazam empfehlen. Mit der habe ich relativ irgendwie wie Kazam, ne? Ja, Kazam, Bildschirm-Videoaufnahme. Auch von 217 Leuten, 4 Sterne. Was ich halt festgestellt habe, dass es hin und wieder mal Probleme gibt, aber wirklich sehr, sehr selten. Kostenlos wird euer Desktop aufgenommen, dann könnt ihr auch solche Videos machen. Vor allem hat Kazam den Vorteil, dass man hingehen kann und sagen kann,
wandle mir bitte die Videos sofort in den MP4-Container um. Dies könnt ihr dann mit OpenShot nochmal kurz ein bisschen bearbeiten, vielleicht einen Titel einfügen oder ein Intro und dann bei YouTube über OpenShot direkt hochladen auf euren YouTube-Channel. Ich installiere das hier auch mal. Schauen wir mal, ob da noch ein paar Plugins dabei wären. Diesmal nicht. Was natürlich jetzt hier mir sofort ins Auge sticht, ist Audacity. Audacity ist für mich die Freeware-Audio-Software schlechthin. Hier könnt ihr wirklich in euren aufgenommenen Mikrofonen den Bass erhöhen, die Tiefen und das Rauschen entfernen und das alles wirklich kostenlos. Gibt es natürlich auch in der Windows-Welt. Wir installieren hier nochmal Audacity. Ist auch eine Applikation, die ich eigentlich so benötige. So, aber jetzt werden wir dann mal durch. Wenn ich jetzt so mal einfach durch, vielleicht habe ich die ein oder zwei Applikationen vergessen. Achtung, der Frosch im Hals kommt wieder. Ja, vielleicht habe ich ein oder zwei Applikationen vergessen. Die werde ich dann nachhinein noch installieren. Zu den Applikationen, die ich installiert habe, wenn ihr Fragen haben solltet, dann bitte unter dieses Video die Fragen stellen. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Und wenn eben die Antwort ein komplexer ist, dann gibt es sogar noch dazu ein Video. So, schön, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Bewertet es, gebt mir einen Kommentar, vielleicht ein bisschen Feedback. Und vielleicht habt ihr die ein oder andere Software, die ihr auch empfehlen könnt. Dann würde ich mich freuen. Mein Blog wird ab sofort wieder weitergepflegt. Wie ich euch gesagt habe, drubuntu.de, ja, da bin ich drin. Bevor ich ganz schnell Tschüss sage, ist mir eingefallen, dass ich noch euch Compiz zeigen wollte. Ihr gebt einfach hier oben Compiz ein, hier reindrücken. Was ich eigentlich immer generell einstelle, sind diese schwunghaften Fenster. Wackelige Fenster heißt es hier im Compiz. Wackelige Fenster aktivieren. Das gefällt mir ganz gut. Hier, zack, macht doch was her. Gefällt mir sehr gut. Deswegen aktiviere ich das eigentlich immer und ja, finde das dann auch ganz schick. Hier können wir nochmal die Desktops wechseln, aber ich denke, die meisten da draußen von euch kennen mittlerweile Linux Ubuntu, die Vor- und Nachteile, wie jedes Betriebssystem auch. Und ja, für mich ist es das Betriebssystem schlechthin, kann alles damit machen, was ich machen möchte. Und ja, wenn ich dann doch noch irgendwo Windows brauche, gibt es ja immer noch VirtualBox. VirtualBox. Dazu habe ich genug Videos gemacht. Könnt ihr auch in Ubuntu Software Center runterladen und in einer virtuellen Umgebung macht ihr einfach ein Windows 7 drauf. Und wenn ihr hin und wieder mal Windows 7 braucht für irgendein wirklich Microsoft-spezifische Software, dann habt ihr die Möglichkeit durch diese virtuelle Umgebung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.